Spruch reicht immer. Also zum Beispiel, man stellt sich vor, man hat eine Tafel Schokolade, das ist das Ganze. Dann das obere ist der Zähler und das untere ist der Nenner. Und der Bruchstrich ist das da. Der ist wie das Divisionszeichen. So, fangen wir an. Also wir haben hier ein Stück Schokolade. Das ist 1 von 12, also ein Zwölftel. Beim zweiten ist es dann 2 von 12, also ein Sechstel. Das sind 3 Stücke. Das sind dann 3 von 12. Oder man kann auch 1 von 4 rechnen, also ein Viertel. Hier haben wir 4 Stücke, also 4 von 12, ein Drittel. Dann haben wir hier 6 Stücke. Wie viel? 12, ein halbes. Dann haben wir hier 8 Stücke, also 2 Drittel. Tschüss, ich hoffe, es hat euch gefallen.